Muss er hin? Oh, der ist in der Kneipe, ich verstehe. Waffen sind drin nicht erlaubt. Wir lassen sie hier. Warum? Tu es einfach. Komm, hier lang. Wow. Na los, sie werden dich sonst nicht reinlassen. Sieh dich um. Er ist sicher hier. Ja, Platz hier. Was? Brustwahn? Blut. Ich. Schon gut. Hey, Tor. Scheint wohl ein schlechter Moment zu sein, also. Wenn du Zeit für dich brauchst, verstehe ich das. Keine Eile, aber. Genau, wo ich dich vermutet habe. Was machst du hier? Du solltest nicht hier sein. Du hättest sie nicht herbringen sollen. Was machst du da? Trinken. Entspannen. Habe ich keine Eile gesagt? Ich meinte, dass wir los müssen, ja? Wir wollen nicht, dass der Allvater... Ruhe! Ja? Er hat recht. Du solltest los. Vater? Tu das nicht. Es ist bereits getan. Jeder soll wissen, der Gott des Donners ist Meister in zwei Dingen. Riesen töten und mitpissen! Und jedem, der widerspricht, zeige ich Mjölnir. Gesicht zuerst. Das ist... Das bist nicht du. Tor. Hugo, Junge. Warte draußen. Bitte, lass uns... Ich sagte, Ruhe, Junge. Mein Name ist... Was? Nein, ich... Oh, kommt schon. Nein, nein, nein. Ich schwöre, das war keine... Das genügt! Oh mein Gott. Oh, wie ich das vermisst hab. Er kann es noch. Lass weg von mir! Ich hasse diesen Ort! Frut! Ich hole die Waffen! Wann kommt die Frut? Du könntest auch helfen, meinst du nicht? Das wäre für... Oh, die Narbe an seinem Bauch. Ist sie noch von dem Kampf? Mit Kratos? Verdammt!
Die Tür ist genau da! Stell den einfach. Ach ja, der war ja trocken. Ha! Er war trocken. Nimm seine Arme. Bringen wir ihn weg. Guter Kampf. Ja, aber jetzt mal im Ernst, die Narbe ist die. Dass du das sehen musstest. Nein, nein. Ist schon gut. Wirklich. Das ist die Stelle, wo Kratos die Axt reingejagt hat. Wieso ist die nicht verheilt? Aber du musst mir hier mal helfen. Komm schon, es ist nicht weit. Oh, voll wie ein Pisspot und unser Held da draußen. Thor? Steh auf. Frodi. Du gehst jetzt nach Niflheim mit Loki. Befehl vom Allvater. Steh schon auf! Ich weiß, du bist enttäuscht. Enttäuscht? Hat graue Haare. Nein, 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 nein. Das war ein glorreicher Kampf. Du kannst dich nicht mal mehr entschuldigen, oder? Was bedeutet schon ein Versprechen? Großvater hat dich wie Dreck behandelt. Dir ging es mies. Das verstehe ich. Aber du kannst nicht... Wir sind für dich da. Mutter und ich sind für dich da. Selbst wenn du hier bist. Wir lieben dich, das weißt du.
Ich dachte echt, wir hätten das überstanden. Ich habe Mist gebaut. Ja, sehr großen Mist. Eigentlich nur ein Häufchen Elend, oder? Soll ich dir etwas Wasser bringen? Mir geht's gut. Hogan! Aber ich wollte doch das Dings da kaputt machen. Da war ein explosives Fass. Bringen wir es hinter uns. Willst du schnell zurück nach Asgard? Bring uns einfach zu diesem Maskenteil. Guck mich erstmal um. Genau deshalb nämlich. Na, ist das so, weil die Söhne gestorben sind? Beziehungsweise der Bruder von ihr? Ne, warte mal, ich geh erstmal da. Halt, was ist das? Was ist das? Wow. Ingrid, ich wünschte, du könntest das riechen. Ja, nee, er war trocken, ja, aber er war nicht trocken, oder war er lang... Ich weiß. Das ist nicht der richtige Weg. Nein. Das ist keine Schatzsuche. Doch. Zeit für Loot muss immer sein. Der Nivelhims ist ganz anders als das Labyrinth damals. Wenn du durch Tyrs Tempel gekommen bist, dann ja. Der Nebel bei Ibaldis Werkstatt ist richtiges Gift. War's das wert? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich hoffe, du weißt, was das mit dir angerichtet hat. Ich war betrunken. Nicht blind. Sauber! Auch eine Herausforderung! Wo lang jetzt? Hey, wieso fliegen wir nicht einfach über sie zur Maske? Meinst du, ich will dich den ganzen Weg schleppen? Du bist stark. Bin nicht dein Lastwesen. Bleib doch einfach. Aua. Blut blickt zu dir auf. Ich hoffe, du weißt das. Hier brauche ich keine. Finde einfach das Ding. Ja. Sieht aus, als müssten wir durch diese Wand. Willst du? Ich muss erst noch was erledigen. Lass erst mal alles durch den Kopf gehen. Jetzt können wir gehen.
Loki, du versuchst immer wieder. Ich weiß nicht mal mehr, was du versuchst. Aber du hast keine Ahnung von der Scheiße, die ich durchgemacht habe. Ja, als Halbriese und Sohn eines Gottes mit unmöglich hohen Erwartungen. Woher sollte ich das wissen? Wo sind wir denn eigentlich hier? Der Rabenbaum. Okay. Netter Trick. Skalber! Mal gucken, wo wir lang müssen. Versuchen. Ich sage nur, dass wir nicht so verschieden sind. Ich habe keine Lust, über unsere Blutsbande zu schwafeln. Okay, da. Gleich. Ich muss erstmal die Truhe holen. Noch eine Eiswand. Thor, könntest du... Na gut. Nur eine Sache noch. Wenn du nicht du selbst sein kannst, glaubst du vielleicht auch, nicht deinen eigenen Weg gehen zu können? Kommt dir das denn gar nicht bekannt vor? Versucht ihn halt mit Zungen zu überreden, ne? Also mit Worten. Erst hier. Schatzsuche. Dass ein Heiligungsstein plündert? Okay. Spektralhörnchen.
Dann haben wir eben ähnliche Erfahrungen gemacht. Was heißt das schon? Es ist dumm, sich über Dinge zu beschweren, die wir nicht ändern können. Tja. Er sagt, wir können nicht. Das stimmt. Zu einfach. Upsi, verklickt. Wir sind weit weg von Ivaldis Werkstatt, oder? Weit genug. Warum weit genug? Blasse Wiesen. Arena! Eindeutig, stinkt nach Arena. Verdammt, Vergessener! Und wieder das Gemaule. Ein Problem zu benennen ist nicht Maul. Es ist gesund. Ich wette, du bist froh, dass du das Mal noch viel helfen. Gern geschehen. Ich war der Schwertmeister da drüben. Gute Arbeit. Dein Glück, dass sie auch mithilft. Ich habe ja keinen Schaden hinterlassen, Mann. Scalver! Aua! Aua! Problem gelöst. Kein Nachdenken, keine Gefühle. Da durch, vor uns. Das wird lustig. Ich glaube nicht, dass wir dorthin gehen sollen. Und? Ich sag, es wird lustig. Das war's. Hier runter. Hier hoch. Mitnehmen. Richtig hinsetzen. Ich glaube, der Tür. Aua. So.
Muss ein bisschen runter. Ja? Na, nicht so tief. Gut. Da drüben lang. Nee, nee, nee. Da in die Richtung. Okay, ich bin auf der richtigen Spur. Oder? So, vielleicht so hier runter, wa? Oder aber auch nicht. Was willst du ihnen nächstes Mal sagen? Sif und Flut, meine ich. Unwichtig, solange der Allvater zufrieden ist. Hör zu. Du musst meine Familienprobleme nicht lösen. Binde die Maske und wir verschwinden. Ich bin falsch gelaufen, oder was? Tatsache. Hier hoch. Da scheint ein Weg zu sein. Durchgang kommt zuvor. Und, siehst du die Freiheit? So ganz ohne den strengen Blick von Fadir. Tja, ja schon. Es ist anders, als ich es kenne. Auf gute Art. Wir müssen wohl diese Klippe hinauf. Und ich denke... Denken! Ach so, das kann er springen. Kommen Sie. Er wirft seinen Hammer und nutzt die Kraft, sich ranzuziehen. Könnte Kratos theoretisch ja auch, oder? Er wirft seine Axt und zieht sich ran. Upsala. Oh oh.